Das Lagerhaus ist voll. Von jetzt an werden alle Wildverkommen mit zwei Jägerhütten bejagt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wir brauchen die Steine, damit wir das Lagerhaus nochmal ausbauen können. Verdammt. So, hier muss auch noch eine zweite Jägerhütte hin. Erstmal noch eine kleine Ausbauorgie. Wie sieht's mit Bevölkerungsplatz aus? Noch genug für eine kleine Ausbauorgie. Was Kühe angeht, wir könnten sogar noch einen zweiten. Ja, wir können noch mal ein bisschen Milch hier machen, dann einen zweiten Käse setzen. Hier so neben die Bäckerei. Oder hier hinten hin. Hier hinten hin. Und wir können noch eine dritte Taverne bauen. Hier hinten hin. Komm. So. Regeln wir das Wildproblem ein für alle Mal. Und was das Lagerhausproblem angeht, hier müssten wir auch nochmal voll auffüllen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Ei. So, mit dem Dieb können wir jetzt vielleicht ein bisschen. Der Kleidebauer hat kein Kornfeld. In der Zeit ein bisschen Sneaky-Aktion durchführen. Da müssen wir das letzte Gebiet noch erkunden können, was die haben. Ich glaube, dass das letzte ist. Und das gleich in diese Richtung, sofort. Auf dem Weg. Natürlich. Auf dem Weg. So nach oben. Gut wie erledigt. Hinter die Burg, hinter der Burg waren die Patrouillen, glaube ich, nicht so stark. Auf dem Weg. Wie ihr befehlt. Und vorsichtig bleiben. Auf der Stelle. Wie ihr wünscht. Ja. Gut, wir warten, bis dieses Tor frei ist. Hier ist ansonsten wunderbar. Auf der Stelle. Auf dem Weg. So gut wie erledigt. Wie ihr wünscht. Das Tor ist frei. Das heißt, wir müssen da und dann schnell da oben in den Wald, bis die Patrouille uns vorbeigeht. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen. Wie ihr befehlt. Ja, auf dem Weg. Gut, hier können wir auch noch ausbauen. Geologe hat neues Rohstoffvorkommen aufgedeckt, das ist nett. Wir brauchen noch ein weiteres Gebäude. Ich glaube, das könnte die Apotheke sein, oder? Naja, noch lange nicht. So, Wildmangel, ade, hoffe ich mal. Die Regenzeit ist vorüber. Sofort. Gut, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, darunter zu schleichen. Sobald die hier wieder weg sind, gehen wir weiter nach unten. Kommt, geht einfach weg. Ihr wollt da weg? Ihr wollt da weg? Wie ihr wünscht. Gute Leute, ihr seid brave, böse. Sofort. Natürlich. Natürlich, auf dem Weg. Auf dem Weg. Wie ihr befehlt. Schnell da hinten. Ja. Hin. Auf unser dem Weg. Sneaky Dieb hier. Wie ihr wünscht. So gut wie erledigt. Hinten rum geht alles kein Problem. Natürlich, so gut dann wie mal erledigt. Gucken, was gibt's hier denn so? Wie ihr befehlt. Sehr viele Kühe. Und es gibt hier eine Mauer. Sobald wir die hier durchbrechen, können wir problemlos hier reinströmen, wie nichts Gutes. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Das ist gut zu wissen. Dass wir hier ohne jedes Problem reinkommen, ohne uns durch den ganzen Scheiß durchkämpfen zu müssen. Einfach die hinten diese kleine Mauer durchbrechen. Das Lagerhaus ist voll. Und das Lagerhaus ist voll.
macht man da? Jetzt müssen wir noch ein weiteres Stadtgebäude setzen. Die beiden hier sind noch arm. Ich würde noch einen weiteren Gerber setzen, aber wir haben Wildmangel. Und wir haben sowieso keine Kleidung, keinen Kleidungsmangel momentan. Also setzen wir einfach noch einen weiteren Bäcker. Oh, da kommt schon die feindliche Armee. Gut, dass wir das wissen. Also, sollt einmal hoch und die Glocken läuten. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, wir teilen die hier gerade ein bisschen ein in ihre Truppen. So, ihr seid erstmal Armee 1, die Schwertkämpfer. Ihr Bogen, der Katapult kann da weg. Ja, alle Bogen, die ganzen Bogenschützen hier sind. Armee 2, die Schützen. Auf euren Leiers, noch hier hin. Ihr alle zusammen seid Armee 3, die ganze Armee. Und Armee 3 wartet jetzt hier hinten schön brav. Ach, die können, stimmt, die können alle nur einer einzigen Truppe angehören, da was? Ach, welche Stümperhaftigkeit. Jetzt kommen die doch von dieser Richtung aus. Okay, sobald die ihre Beladungsgeräte aufbauen, raus da. Schon unterwegs. Das ist auch eine leichte Schwäche von Siedler 6. Auf euren Befehl. Truppen können nur einer einzigen Gruppe angehören. Sofort. Komm, baut auf. Ich glaube, die wollen nicht aufbauen. Ich glaube, die wollen zum Außenposten. Zum Angriff. Müssen wir verhindern. Vorwärts! Kämpft weiter! Steinmetz. Wir sollten noch ein zweites Tor hier reinsetzen, das geht so nicht. Ich muss oh, Ella hat einen Abgang gemacht. Okay, sobald wir auf jeden Fall dieses Gebiet hier eingenommen haben, wird der Ruf von Karnerstadt noch das weiter runterbrechen. Oh! Voll. Nimm! Nehmt ein! Es gibt kein Zurück! Schnappt euch den Karren! Und ihr! Und ein paar von euch. Wo ihr? Nehmt die Ramme. Verstanden. Nein, die Ramme. Wir haben auf jeden Fall zwei Katapulte. Und übrigens. Das da kann weg. So, wir haben hier noch ein Katapult. Ihr alle seid jetzt Armee 1. Scheiß auf den Ritter. So, jetzt können wir hier den Sold runterdrehen. Sofort. Oder die können hier einfach warten. Stelle. Der Merkitil wird schon bald kommen. Bevor wir dann den Tempel hier einnehmen, werden wir hier eine ganze Menge, wenn wir ein bisschen in Karnas Gebieten rumwandalieren und die einnehmen, so gut es geht. Wie ihr wünscht. Wir sind halt deutlich stärker als sie. Das heißt, unsere Truppen dürften das ohne größere Probleme schaffen. Und so rekrutieren wir uns einfach hier Söldner. Apropos. Schon unterwegs. Holen wir uns mal ein paar Söldner. Ein paar Schwertkampfsöldner, würde ich sagen. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Bei Söldnern erhältst du nicht unbedingt viel mehr. Das Lagerhaus ist voll. Ja, wir arbeiten ja am Lagerhaus. Wir arbeiten ja dran. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Haben wir auch noch einen Steinbruch gerade? Ja, haben wir. Wir haben nur einfach keinen Lagerhausplatz. Gut, dann Bienenstöcke. Ein Karren wurde ausgesandt. Und jetzt Steine, kommt reingehagelt. Noch sogar noch einen dritten Käse hier drauf stellen. Aber ich glaube, wir haben lieber etwas Milch auf Vorrat, als dass uns jetzt gleich der Käse hier ausgeht.
Und wir sollten uns jetzt auch langsam auf die Seuchen vorbereiten, die bald kommen könnten. Kräuter. Und hier gibt es auch noch Kräuter. Ah, komm, wir nehmen das Gebiet hier auch noch ein. Verstanden. Verstanden. Komm, zwei Steine noch. Steinmetz fehlt es an Stein. Hier, das gehört uns auch. Hier ist die Furt und hier ist die ein Steinbruch andere wird Furt. Bald erschöpft sein. Ja, die Furten, denen scheinbar das egal sind. Das Lagerhaus ist voll. So. Jawohl. Komm, die Steine könnt ihr liefern. Zwei Steine. Zwei Steine, da kommen sie und Ausbau. Blum. Einen Stein mit einer komischen Statue, ja. Come at me, Bro. Da kommt schon die nächste Armee. Einmal den Sold hoch, einmal beten. Und dann warten wir darauf, dass die gegnerischen wir haben ein Territorium Truppen ankommen. Verstanden. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach so machen. So, und hier Kräuter. Ich hoffe, ihr habt nicht vor diesen Außenposten. Ihr habt nicht vor diesen Außenposten einzunehmen. Gut. Brav. Bogenschützen auf nach dahin. Schwertkämpfer nach dahin. Elias auch so. Und die Söldner können auch in die Mitte. Unsere Bogenschützen benutzen wir so als Flankentruppe. Auf euren Befehl. Und ein Trupp, um sicherzustellen, verstanden, hier oben drauf. Hey, Freunde. Wie ihr wollt. Die locken die ein bisschen zurück. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. So, und jetzt können unsere Bogenschützen hier kämpft ihre weiter. Arbeit machen. Wir hätten ja uns rankommen lassen müssen, damit die hier ihre Belangsgeräte aufbauen. Nee, wir greifen nicht die Bogenschützen an. Vorwärts. Vielleicht bauen sie ja ihre Belangsgeräte trotzdem noch auf. Oh, er lässt kann aufsteigen. Dann sollte er das machen, verstanden, solange wir noch... nehmt. Nehmt, nehmt das Katapult, das Katapult, das Katapult, das Katapult, das Katapult. Und einfach von euch die Ramme. Ein die Ramme verpassen wir immer. Wieso verpassen wir immer die Ramme? Okay, dann zerstört mal die Ramme. Etwas Anerkennung kann einiges bewirken. Viel Anerkennung bewirkt natürlich noch viel mehr. Natürlich, hier bitte. Schleimiger. Ein neuer Titel. Titel. Das verspricht neue Einnahmen. Natürlich. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Macht mal bitte die Ramme kaputt. Wie schwer kann es sein, so eine Ramme kaputt zu machen? Da können wir noch ausbauen. Ah ja, wir haben nicht mehr so viel Platz. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier können wir noch einmal ausbauen, aber dann... ja, nicht mehr so viel Platz. Und so. Und Holz haben wir sowieso genug. Zur Genüge. Ich dachte, wir können eigentlich schon mal unsere Armee hier unten sammeln. Und dann kurz mal da ein bisschen rumwandern. Verstanden. Jawohl! Verstanden! Natürlich können wir jetzt auch noch hier so unsere zwei zwei Munitionskarren mitnehmen. Und die Katapulte liefern wir auch schnell dahin. Jetzt haben wir nämlich drei Katapulte. Das heißt, wir brauchen noch drei Munitionskarren. Verdammt. Egal. Passt schon. Es wird Zeit für uns mal zuzuschlagen. Und damit unsere Truppen sich schneller bewegen, ich habe hier Pfade.
Wir bräuchten noch einen Apotheker. Andererseits müssen wir unsere Stadt nicht weiter ausbauen, denke ich. Zumindest jetzt erstmal nicht. Wir bleiben einfach bei 150 Einwohnern. Und dann ist das gut. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So, wo bleiben unsere letzten Belagerungsgeräte? Wunderbar. Sofort! Ihr. Okay, sagen wir mal, ihr da. Katapult, dahin, Bogenschützen. Hierhin. So. Aufbauen. 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 Zeit für den richtigen Spielstand. Hier so. Ah, Nacken, Nacken, Nacken. Nacken. Verstanden. Verstanden. So, und die ganze Armee bereit machen, da reicht reinzuströmen, wie nichts Gutes. Sofort. Und ihr könnt schon mal anfangen, hier die Mauer einzureißen. Dann stürmen wir da durch und dann ist hier Ende. Ja genau, versucht doch nur noch hier da rechtzeitig was zu bauen. Könnt ihr vergessen. Die Mauer ist zerbrochen, bevor das hier gebaut werden kann. Denke ich zumindest. Ja, da schicken die schon ihre Armee. Ihre gesamte riesige Horrorarmee. Aber sie werden uns nicht aufhalten können. Niemand wird uns aufhalten können. Munitionskarren. Wo sind unsere Bogenschützen eigentlich alle? Abbauen. So. Rein da. In den Kampf! Kämpft weiter! Die Bresche wird. Die Bresche ist geschlagen und jetzt ist das Ende hier für euch. Da könnt ihr noch so viel nachschieben hier. Der Ruf eurer Stadt ist nämlich nicht gerade hoch. Oh oh. Wir haben ein Problem. Da ist dieses Katapult. Aber wir kommen trotzdem bis zum Außenposten durch. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ihr, die da von der Mauer runterfällt. Nicht aufgeben! Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So, wo ist der? Ach, wir hatten den schon freigestellt. So, Kanas Truppen können uns nicht standhalten. Zum Angriff! Unsere Schwertkämpfer sollen durchbrechen. Unsere Bogenschützen. Wie sieht eigentlich hier so aus? Ah ja, wir nehmen trotzdem noch Verluste hin. Wir müssen durchbrechen und diesen Außenposten holen. Es gibt kein Zurück! Kämpft weiter! Dann werden die aufhören, uns Probleme zu bereiten. In den Kampf! Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Schnell rein da! Und die schicken mir noch Verstärkung und... Wir haben so. Ein Territorium! Dann ist das Problem schon mal geregelt. Wie ihr wünscht! Und in der Nähe vom Außenposten können unsere Bogenschützen uns gut unterstützen und jetzt ziehen sie sich zurück, weil sie halt nichts mehr... Alter, wir kriegen Herden! Herden! Verstanden. Gut, wir müssen das mal reformieren. Unsere Armee ist sehr stark angeschlagen von diesem Kampf, obwohl wir gewonnen haben.